Ich habe ja gelesen, das größte Facelift in der Geschichte von Porsche oder sowas in der Art. Kannst du uns mal ein bisschen rumführen und sagen, was hier so, also jetzt erstmal außen, was da so alles neu ist, weil es doch einiges passiert, ne? Also, ja, genau. Ja. Fangen wir vielleicht direkt vorne am Fahrzeug hier an. Ja. Wir haben die Kotflügel, die Motorhaube, die Scheinwerfer, das komplette Bugteil überarbeitet, die neue Scheinwerfergeometrie angepasst. Ich überlege gerade, an was mich das erinnert, mit diesen Scheinwerfern, die sind doch durchaus eckiger geworden und stehen auch ein bisschen. Genau, wir haben sie so etwas. Ein bisschen Taycan, aber auch nicht wirklich. Also. Genau, etwas flacher alles gehalten, etwas scharfkantiger, um ein bisschen mehr Modernität nochmal zu transportieren in dem Fahrzeug. Haben auch hier so mal in den Kantenführungen, in dem Haubendom nochmal das Thema etwas mehr ausgeprägt nach oben und auch so die Überwölbung der Porsche-typischen Kotflügel rechts und links. Nochmal etwas optimiert in dem Fahrzeug. Und vorne ist aber auch der Stoßfänger ist neu, glaube ich, gell? Auch. Der Stoßfänger mit der Gestaltung der Lufteinlässe ist komplett überarbeitet worden oder die Integration mit der Leuchte hier. Und wir sehen hier an dem Fahrzeug unseren Top-Scheinwerfer, den HD-Matrix-Scheinwerfer mit Pro-Scheinwerfer bis zu 32.000 Pixel. Also wie ist es jetzt bei den Scheinwerfern? Sind noch zwei? Zwei zur Auswahl. Wir haben im Angebot zwei Stück. Den Sernenscheinwerfer, der auch schon mit dem HD-Matrix-Scheinwerfer startet und den optional erhältlichen HD-Matrix-Scheinwerfer und den normalen Matrix-Scheinwerfer im Standardfahrzeug. Sollen wir mal einmal irgendwie die Seitenwechsel mal nach hinten gehen, weil ich glaube, da haben wir auch noch ein bisschen was Neues. Gerne. Ja. Ich sehe mal, irgendwas am Leuchtenband ist anders. Ja, das Leuchtenband haben wir vom Grundprinzip natürlich übernommen, weil es sehr gut angenommen wird mit der durchgezogenen Leuchte. Mhm. Haben jetzt aber bei diesem neuen Fahrzeug im Vergleich zum Vorgänger kein komplettes Glas mehr, das die Leuchte abdeckt, sondern eine wirkliche 3D-Geometrie realisiert mit einem dreidimensionalen Porsche-Schriftzug in der Mitte ohne abdeckendes Glas. Das ist irgendwie. Denkst du am Anfang, das macht gar nicht so viel aus, aber das sieht schon echt anders, also irgendwie auch cooler. Und dann ist das Kennzeichen ist gewandert. Ja, genau. Wir haben zumal damals, als wir das Coupé rausgebracht haben, haben wir bewusst das Kennzeichen von oben nach unten gezogen, was dem Fahrzeug nochmal in der Gesamtheit mehr Breitenwirkung gibt. Und bei der Vollheck- oder SUV-Variante im Heck haben wir das jetzt auch gespielt, das Thema. Kennzeichen nach unten, von hinten nochmal wesentlich mehr Breitenwirkung des gesamten Fahrzeugs. Ja. Was ich jetzt schon gesehen habe beim Reinluren vorher, ist ja außen natürlich, aber ich glaube, so ziemlich der Hauptteil oder einer der größten Teile am Facelift, das ist ja eigentlich innen passiert. Gell? Genau. Würdest du mich mal reinführen in die gute Stube und dann mal schauen, was sich da alles getan hat? Ich glaube, es ist eher so, es geht ordentlich in Richtung Taycan, gell? So ein bisschen. Ja, man fühlt sich schon an den Taycan in dem Raum, auf jeden Fall. Ja. Jetzt habe ich es gerade schon gesagt, dass wir noch nicht gelaufen sind, eine der Hauptneuerungen ist ja, dass da hier so ein Bildschirm und das ist das Lustige, ich bin hier Fahrer und ich sehe von dem Ding so gut wie gar nichts, aber das ist ja auch so eher vom Taycan übernommen, wir haben jetzt hier so einen dritten Bildschirm da drin auch. Genau, das ist ganz neu in dem Fahrzeug hier, optionale erhältliche Beifahrer-Display mit einem Splitscreen, das heißt extra so gemacht, dass der Fahrer natürlich während der Zeit, wenn der Beifahrer einen Clip anschaut, nicht von der Fahrt abgelenkt ist, ist es nur direkt sichtbar über einen Beifahrer. Der Fahrer hat etwas eingeschränkte oder eigentlich fast gar keine Sicht darauf. Aber du hast gerade gesagt, man kann da wirklich streamen, Filme anschauen oder was? Also, genau. Ja, man kann also im Stand, wenn man zum Beispiel im Stau steht, kann man über beide Displays streamen, über das Zentraldisplay hier und über das Beifahrerdisplay. Wenn dann die Fahrt weitergeht, ist ein Stream, ein Clip anschauen nur noch über das Beifahrerdisplay möglich. Das ist ja auch besser. Ansonsten, Dashboard und so, das ist alles neu. Das Dashboard ist komplett neu. Man fühlt sich auch, und es ist bewusst so gemacht, an den Taycan erinnert, hier die zurückgeschnittene Hutze mit dem neuen 12,5
6 Zoll Fahrerdisplay. Mhm. Wir haben hier ein 12,3 Zoll Zentraldisplay und dann das 10,9 Zoll Beifahrerdisplay. Auch die Mittelkonsole ist neu. Der Wählhebel ist von hier. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist, ja, das ist ja ein Erstling für Porsche, glaube ich, das oder? Dass der da eingewandert ist. Zumindest im Cayenne auf jeden Fall ein Erstling. Gibt etwas mehr Platz für Ablagemöglichkeiten und auch dieses Bedienfeld in der Mittelkonsole. Und du hast vorhin noch was erzählt, das fand ich so cool, dass du hier hast du dein Handy laden und du hast gesagt, das hängt an der Klimaanlage dran, glaube ich, gell? Ja, genau, das hängt an der Klimaanlage, damit es, ich meine, wer schon mal ein Handy induktiv geladen hat, weiß, dass das Handy an sich durch das Induktivladen schon sehr warm wird. Ja. Und beim Ladeprozess sowieso. Und dann kann man das hier noch kühlen, schont den Akku und geht auch, sag mal, auf eine Verkürzung der Ladezeit des Handys, wenn es das Ganze in einem temperierten Umfeld passiert. Ja, das ist ja echt total cool. Haben wir eigentlich jetzt noch irgendwas vergessen im Innenraum? Ich glaube, die Tür, hast du gesagt, die Türtafeln oder was hier oben zu sehen ist, das ist auch alles. Genau, also wenn wir von der Tür her, von der Armauflage nach oben gehen, ist alles neu natürlich angepasst in unser neues Cockpit mit neuen Dekoren, neues Design von Dekoren, neuen Dekoren an sich. Und habt ihr diese ganze Two-Tone-Geschichte mit Leder und so weiter, war das vorher auch schon ein Thema oder ist das jetzt, habt ihr das auch erweitert irgendwie für... Das haben wir jetzt noch ein bisschen erweitert bei dem Fahrzeug. Wir haben einmal dieses Bicolor-Interieur hier mit Kreide. Dann gibt es noch ein Schwarz-Nachtgrün, ein Schwarz-Brombeer. Und also wir haben die Erfahrung gemacht, das kommt ganz gut an und spielen das jetzt noch ein bisschen ausführlicher bei dem Fahrzeug her. Ja, cool. Es gibt aber nach wie vor das konventionelle Schwarz. Ja. Auch in einem Clubleder nochmal eine höhere Lederqualität in Basaltschwarz. Also da... Super. Für alles gesorgt. Und jetzt ist noch ein Thema, da können wir uns vielleicht nochmal vor das Auto bewegen, Motoren, weil da ist auch ganz schön was passiert. Ja, gerne. Ja, cool. Also wie das ja bei Porsche immer so üblich ist bei einem Facelift, das muss ja immer mehr Leistung geben, gell? Das ist bei euch irgendwie, glaube ich, so ein Mantra. Wie geht's denn jetzt eigentlich los mit einem 3 Liter V6, der bleibt in der Basis, ist aber ein bisschen stärker geworden, glaube ich. Genau, das ist ein 3 Liter V6 Motor, ein Turbomotor mit 353 PS Leistung. 13 PS leer als ein Vorgänger. Und was ja super interessant ist, ich habe gleich zweimal hinschauen müssen in der Pressemeldung, ist der neue S. Ihr habt geupsized und nicht gedownsized sozusagen. Heißt 2,9er V6 raus und jetzt ein 4 Liter V8 rein. Genau. Halleluja, geil. Ja, den Kenner wird es freuen. Ja. Es ist halt einfach so gewesen, der 2,9 Liter Vorgänger war irgendwo an seiner Leistungsgrenze gewesen, PS-seitig. Die Erwartungshaltung der Kunden und auf unser Anspruch ist natürlich, bei einem Neufahrzeug etwas mit der Leistung hochzugehen. Ja. Somit war das Aggregat an der Leistungsgrenze gewesen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir setzen unseren neuen V8T Evo Motor ein, der direkt von Porsche kommt. Und der ist jetzt eben als Basisaggregat im Cayenne S drin. Mit 474. Mit 474 PS. Junge, da wird es ja für den GTS ja langsam knapp, aber da kommt bestimmt auch noch was. Dann schauen wir uns das was hat man alles machen müssen jetzt für den V8? Weil, also im Hinblick auf später oder Euro 7 oder so, haut das dann alles irgendwann mal hin oder ist man da noch gar nicht so weit? Also wir erfüllen natürlich die aktuellen Abgasanschriften weltweit auf dieser Welt mit dem Aggregat. Dafür ist er ausgelegt, genau, und entwickelt worden. Okay. Und was kriegen wir denn dann noch in Sachen Motoren? Es gibt noch den Cayenne Basis Hybrid. Ja. Mit dem V6-Zylinder Basisantrieb drin, plus einer E-Maschine, die jetzt von 136 auf 176 PS an Leistung angewachsen ist. Okay. Und Batterie ist, glaube ich, auch? Die Batterie ist etwas größer geworden. Wir haben jetzt 25,9 Kilowattstunden. Und in Verbindung mit einer E-Reichweite von bis zu 83 Kilometer. Okay, das ist deutlich mehr als vorher. Ja. Okay. Ansonsten, wir könnten noch ganz kurz, da müssen wir jetzt glaube ich auch gar nicht so ins Detail gehen, vielleicht aber so ein bisschen fahrwerksmäßig habt ihr auch noch was gemacht. Gell? Ihr habt eine, ich glaube, Feder und Dämpfer ein bisschen und, oder vielleicht ganz kurz zwei Setups sind es glaube ich noch, die es gibt, oder? Wir haben momentan mit dem neuen Fahrzeug jetzt zwei Setups. Die Fahrzeuge starten alle mit einem geregelten Stahlfederfahrwerk. Okay. Und als Option gibt es dann noch das bekannte Luftfederfahrwerk. Das Fahrwerk ist komplett überarbeitet. Wir haben jetzt ein Zwei-Ventil-Zweikammer-Luftfedersystem und auch ein Zwei-Ventil-Basis
geregeltes Stahlfederfahrwerk drin. Alle anderen Systeme wie Hinterachslenkung, PTV Plus, elektronische Aufbaukontrolle wurden alle nochmal überarbeitet, nochmal appliziert auf dieses Fahrzeug. Und das ist der souveränsfahrendste Cayenne, den wir bisher auf der Straße gesehen haben. Aber was war da so die Zielsetzung? Haben wir mal den Komfort noch mal ein bisschen nachzulegen? Oder sagt ihr halt wie immer, beides bitte, bisschen sportlicher, bisschen komfortabler? Ja, beides bitte. Auch die Kunden mögen natürlich, wir haben das Motto, der Sportwagen im Segment zu sein mit dem Cayenne. Ja. Das heißt, irgendwo auch eine straffe Ausprägung des Fahrzeuges. Und auf der anderen Seite mögen die Kunden natürlich auch den Komfort oder wollen den Komfort haben. Und das ist eben der Spagat, den wir bedienen müssen. Komfort nochmal gespielt, auch über die etwas größer gewordenen Reifen. Das sind jetzt 790 mm im Durchmesser. Das aber was trägt, bedeutet denn das dann, dass du ein bisschen mehr Flanke am Reifen hast? Oder? Hättest. Aber dem haben wir vorgebeugt, weil wenn du das Rad größer machst auf 97, dann muss die Felge natürlich mitwachsen. Sonst hast du zu viel Gummi auf der Felge. Sieht auch nicht so richtig cool aus. Demzufolge starten wir jetzt schon bei 20 Zoll Felgen in den Basisfahrzeugen und dann hoch eben bis 22 Zoll. Okay, alles klar. Ja, ich glaube so für den ersten Schnellüberblick, das war jetzt doch eigentlich ganz gut, sind wir jetzt eigentlich so halbwegs durch. Kannst du denn eigentlich noch sagen, wann kommt denn das Facelift, wann ist denn das auf dem Markt in Deutschland? Also für den Kunden werden die neuen Fahrzeuge so Mitte des Jahres, Juni, Juli, erhältlich sein. Okay, super. Ich glaube, dann haben wir es soweit. Dann vielen Dank. Gerne. Und ja, dann danke fürs Reinschauen. Lasst uns ein Like da, Abo und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.